Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu unserem Workshop rund um den Samsung Flip. Wir werden Sie im Rahmen dieses Workshops durch die Grundfunktionen des Samsung Flip führen. Wir werden die Menüs vorstellen, die sich auf dem Flip finden und natürlich auch zeigen, wie Sie externe Geräte und Inhalte in Ihre Arbeit mit dem Flip einbinden können. Zum Schluss gibt es noch einige Tipps und Tricks zur Nutzung. Mein Name ist Christoph Klar und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Nachdem Sie Ihre Inhalte oder Mitschriften auf dem Flip erstellt haben und diese womöglich auch auf dem Flip gespeichert haben, können Sie diese natürlich auch vom Flip exportieren und in Ihren täglichen Arbeitsalltag integrieren. Nutzen Sie hierbei die Exportfunktion. Sie können dabei die gesamte Arbeitsmappe bis maximal 20 Seiten per E-Mail versenden. Dazu muss der Flip mit dem Internet verbunden sein und dem entsprechenden Exchange-Server. Und dann wird die Arbeitsmappe als PDF versendet und als Flip-eigenes Dateiformat. Sie können die Arbeitsmappe auch drucken. Hierfür benötigen Sie einen separaten PC, den Sie anschließen. Sie können aber auch über die USB-Schnittstelle, die Sie hier an der Front finden, einen USB-Stick nutzen, um die Arbeitsmappe als PDF und Flip-eigenes Dateiformat auf dem USB-Stick zu speichern, um diese dann von Ihrem PC oder Mac möglicherweise per E-Mail an alle Teilnehmer der Besprechung weiter zu versenden. Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, den Flip in Ihr Netzlaufwerk einzubinden, sodass Sie die Dateien auch zentral ablegen können. Unterstützt wird hier das Protokoll Samba ab Version 2.0. Darüber hinaus können Sie auch den Bildschirm teilen auf Mobilgeräte oder Sie können eine Bildschirmfreigabe über den Miracast-Standard erwirken. Wenn Sie beispielsweise ein größeres Publikum haben, als dass es auf den Flip schauen könnte, Sie haben dort aber vielleicht eine Beamer-Leinwand oder eine LED-Lösung, haben Sie die Möglichkeit, das Bild vom Flip zu exportieren, sodass es synchron auch auf der großen Fläche sichtbar ist. Wir nennen es manchmal den digitalen Overhead-Projektor. Sollte es mal nötig sein, dass die Aufmerksamkeit mehr auf den Sprecher oder den Vortragenden gelenkt wird und nicht auf die Inhalte auf dem Flip, haben Sie die Möglichkeit, den Bildschirm zu sperren, um einfach die Konzentration wieder auf den Sprecher zu ziehen. Im selben Menübereich haben Sie auch die Möglichkeit, externe Inhalte oder Darstellungen zu importieren. Sie können hierbei von einem Mobilgerät aus Bilder auf den Flip bringen. Dabei ist es egal, ob es sich um ein Android, um ein iOS-Gerät handelt, um einen Mac oder einen PC. Das Ganze ist kabellos, aber auch kabelgebunden möglich. Und damit wird der Flip neben der integrierten Whiteboard-Funktion, die er mitbringt, auch zum einfachen Präsentationsmonitor, den Sie sogar mit dem Stift entsprechend steuern können. Sie haben die Möglichkeit, Smart View zu nutzen. Dies eignet sich hervorragend für größere Gruppen oder Schulungssituationen, wenn mehrere Teilnehmer der Besprechung oder des Schulungsszenarios gleichzeitig ihre Inhalte anzeigen möchten. Der Samsung Workspace bringt verschiedene Möglichkeiten rund um die Einbindung von Windows-PCs, aber auch Mac-Geräten mit. Sie haben darüber hinaus Zugriff auf Ihre Cloud-Dienste wie zum Beispiel Microsoft 365 oder die VMware. Und auch hier wieder ein Link zum Import vom Netzlaufwerk, wie angesprochen, mit dem Samba-Protokoll ab Version 2.0. Der Dateibrowser gibt Ihnen die Möglichkeit, einen schnellen Zugriff auf Arbeitsmappen zu erhalten, die auf dem Flip abgespeichert sind, sowie auf externe Inhalte, die beispielsweise über den USB-Stick zugefügt werden. Im weiteren Verlauf unseres Workshops werden wir nun vorstellen, wie Sie auch externe Geräte oder Inhalte über den Flip einbinden und nutzen können.